Looks like Chloe's a lot more responsible than I am with my allowance. Chloe's Taschengeld. Hm. Nicht schlecht. Ist nicht schlecht. I bet there's some really cute photos in there. I wonder if I could recreate this photo with Chloe. Süß. Chloe's grandparents live in Idaho now. I guess compared to that, Seattle's not so far. These used to make great pirate swords. Goodbye, Vase. Soon you won't have to worry about me knocking you over anymore. Gut, ich werde aber trotzdem sagen, dass es mal anhören. Ich will wissen, was da drauf ist. Serious? I don't want my parents to hear that. I've never gotten in trouble like this before. They already know. I saw an email on your parents' computer. Shit. What happened? Something so minor. Her mom is exaggerating. I bet Marissa told her that I'm telling you, it's stupid. Come on, you've got to tell me what happened. I'm your best friend. Man, none of this would have happened if I had you around. I wouldn't care what anyone said. Sorry. I don't mean it's your fault. Anyway, she wouldn't leave me alone, so I turned up her Bunsen burner in science. Just a little. What? No one got hurt, not even close. You know that I know what I'm doing. Chloe, what do you mean she wouldn't leave you alone? She was making fun of my clothes and calling me a scholarship kid. Is that why you wanted to throw away your hoodie? Don't worry. I'll keep it. That really sucks. I'm sorry. Yeah. Thanks, Max. Oh, das ist echt scheiße. Oh, das ist... Alter, das ist echt assi. This used to be the rainy day pirate ship. Mann. You're such a space hog. Move over. Nope. Was ich nicht verstehe, wieso müssen Leute mobben? Ich meine, können die sich nicht um ihr eigenes Leben kümmern? I wish this moment could last forever. Es ist so dumm. Es ist einfach so dumm. Wie traurig muss das Leben sein, dass man nur die Bestätigung dadurch bekommt, dass man andere ärgert. Und wirklich nicht nur leicht so mal irgendwie necken oder so, sondern so richtig tief trifft. Das ist echt. Oh, nee. I don't get it. Ich verstehe es einfach nicht.
Ja, Mann. Seid doch einfach mal für die Leute da, wenn ihr meint, dass sie irgendwie Probleme mit irgendwas haben. Und wenn ihr sie irgendwie, wenn ihr irgendwas gegen sie habt oder so, dann lasst sie doch einfach in Ruhe. Ihr müsst doch nicht, also niemand zwingt euch, mit dieser Person irgendwie in Kontakt zu treten. Dann lasst sie doch einfach in Ruhe. Wieso muss man denn sich immer irgendwie irgendein Opfer suchen und versuchen, dieses Opfer fertig zu machen? Wieso? Warum kann man nicht einfach mal sich zurückhalten? Ist das so scheiße schwer? Mann. I could use this to recreate that old photo of Chloe. Mann, Mann, Mann. Yes? Pose for a photo with that? Okay, tip your head back and put your arms out. And a really big smile. Like this? It's perfect. Stop moving. Really cute, Chloe. You're not so bad yourself. No. Ja, dann wird man also wieder die unangenehmeren Sachen. Chloe looks so content when she's drawing. Is that what I look like when I'm taking pictures? Oh, oder wir machen ein Foto. Natürlich mit ihr. Take a break for a second. This artist waits for no stop. That was worth no. Stopping for. I'm a little bit hungry. How about you? I'm okay. Soll ich dir vielleicht irgendwie was schnell zu essen bringen oder so? Now is probably a good time. Ich will aber nicht. Andererseits schon. Ach, ich weiß es noch nicht. Hier, komm. Wir versuchen es einfach. Hey, hippie. How's the masterpiece? Working on the last bit. How about you? Done with the time capsule? Yeah, I think so. Well, perfect, because now I'm finished. Check it out. Oh, gosh. No. I really miss Bongo. Das ist verdammt süß und verdammt traurig gleichzeitig. I saw you giving him a flower. No. So sweet. Oh, Chloe. You were really drawing me that whole time. Whoa, whoa, whoa. Mushiness alert. Keep it together, Max. I guess now's my chance to tell Chloe I'm leaving. We might not be alone again once her parents get back. Hey, ready for something else? I've got a great plan for the afternoon. Crap. I don't want to ruin the rest of the day. You're staying for dinner, right? Would Chloe even want Sag me to tell es her? Ihr. She's already got enough Sag drama es for ihr. Blackwell. Max? It's just Seattle. Wenn du einfach so verschwindest, I'm bringt dir das auch nichts. Overstressing about the whole thing. Right? Sag es ihr. Es geht nicht anders. Also, du musst es ihr sagen. Chloe? Max? I want to tell you something. Okay. My family's moving to Seattle. Really. Soon. Hey.
in 3 days, right? What? You knew that? Our parents do talk, you know? But they said I should be the one to tell you. They still told my parents. I guess Mom and Dad were trying to keep quiet too, but they're bad at hiding anything. Don't look so worried, Max. It's okay. Come on, Dorkmeister. It's not the end of the world. I should have just told you earlier. God, I feel so stupid. Max, I said it was okay. I was trying to tell you this morning, but... But I totally distracted you with the pirate tape. Success. Seriously? I didn't want this hanging over us all day. Plus, I know you hate this kind of conversation, so... I just left it alone, you know? Come on. I want to spend every minute we have together... having fun. We'll keep in touch, okay? And visit, and maybe we'll move back. Who knows? Chill out. We can go to college together. It's gonna be fine. Ach, man. We're Max and Chloe, remember? We're always together. Even when we're not. That's true. Cool. Let's find something fun to do. I knew it. Oh God. Oh, nein. Black flies on the windowsill. We are to know. Winter stole summer's thrill. And the river's cracked and cold. See, the sky is no man's land. A darkened plume to stay. Hope here needs a humble hand. Not a fox found in your place.
maybe if you heard my voice, it could be a little bit like I was there. I don't know. Maybe this was a dumb idea. I would give anything to be there with you now. It's so hard trying to say what I'm thinking if I could just see you. But we'll get good at it, great at it. We'll write and talk all the time, and then you'll come visit, and it'll be like I never left. I mean it. You don't have to worry about anything changing. You're dealing with so much other stuff. You don't deserve any of this. Chloe, listen. Even if I never... Even if we're moving for good, we are always together, okay? Even when we're apart, we're still Max and Chloe. I will always, always love you. Goodbye. Endet die Bonus-Episode. Lebe wohl. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Oh Gott. Ich habe mir schon gedacht, dass es halt der Tag sein wird mit William, weil allein die Aussage von Chloe eben, dass sie schon längst zurück sein sollten. Und es ist einfach so, es war gerade so hart. Es, von einem Moment auf den anderen ist Chloes komplettes Leben zusammengebrochen. Und ich fand das auch so hart, dass sie einfach während der Beerdigung einfach wegfahren mussten. Je mehr ich über Chloes Geschichte erfahre, desto trauriger werde ich einfach. Es hat alles so wunderschön angefangen und es wurde einfach immer wieder, wenn Chloe irgendwas Schönes in ihrem Leben hatte, wurde es direkt wieder zerstört. Ihre beste Freundin verlässt sie, ihr unfassbar toller Vater stirbt, sie findet ihre große Liebe und sie stirbt. Und kurz darauf wird sie selber der Grund eines riesigen Unwetters. Also sie trifft endlich ihre alte Freundin wieder und dann ist sie einfach der Grund dafür, dass die Stadt zerstört wird oder muss eben selber sterben. Oh, das ist so hart. Oh Gott, ich weiß gerade echt nicht, was ich sagen soll. Ja. Und damit endet jetzt aber auch wirklich die Geschichte von Chloe und Max. Das war das letzte Mal, dass wir von den beiden gehört haben. Und natürlich auch von Rachel und Warren und Joyce und komplett Acadia Bay. Denn in Life is Strange 2 wird es ja, wie schon angekündigt, um eine
komplett andere Geschichte gehen. Und irgendwie kann ich nicht loslassen. Ich will nicht, dass die Geschichte von den beiden endet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sagen, liebes Deck 9 Team, liebes Don't Not Team und natürlich auch Square Enix fürs Publishen. Danke, einfach danke für dieses ergreifende Abenteuer, für diese ergreifende Geschichte. Durch das Leben von Max, Rachel, Chloe und komplett Acadia Bay. Es gab wunderschöne Momente, es gab lustige Momente und es gab unfassbar traurige Momente. Jetzt einfach noch die Credits ein bisschen auslaufen und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem weiteren Projekt und hoffentlich auch irgendwann Life is Strange 2 und ja, bis dann sage ich ciao.